Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, denn heute geht es mal nicht um GTA oder irgendwie Minecraft oder sonst irgendwas, nein, heute packe ich was ganz Besonderes aus, denn Leute, ich hab's geschafft über Amazon ein ganz bestimmtes Produkt zu bestellen und Leute, ich glaube, ihr seht es auch schon hier im Hintergrund, es ist tatsächlich die PlayStation 5. Ja Leute, ich war tatsächlich einer der Glücklichen, die es mal nach 6 Monaten geschafft haben, diese PlayStation zu bestellen. Es ist unglaublich, wie schwer das ist, also wirklich. Aber ich habe es geschafft und heute kam sie an. Und in diesem Video möchte ich einfach mal die PS5 auspacken mit euch und die mal anschließen und natürlich auch mal vergleichen, wie schneller GTA startet als auf der PlayStation 4, da das ja angeblich ja so schnell gehen soll und ich, naja, bin skeptisch und tatsächlich sehr gespannt, um es mal so zu sagen. Aber gut, Leute, ich muss sagen, wir holen erstmal das Paket. Es ist schwer. Hoch. Also, erstmal natürlich das optische Außen. Ne? Ich meine, gut, den Karton werdet ihr wahrscheinlich alle schon kennen. Ne? Das ist jetzt nicht mal so interessant. So. Ja, was mich natürlich persönlich immer noch ein bisschen triggert, ehrlich gesagt, ist einfach, dass die PlayStation einfach weiß ist. Ich meine, mein ganzes Setup ist einfach schwarz und das ist die PlayStation weiß. Ne? Inklusive Controller, der mit dabei ist. Ne? Deswegen, naja. Gut, Sony hat ja auch schon bekannt gegeben, dass es ja einen schwarzen und einen roten Controller geben wird. Ich bin tatsächlich mir am überlegen, den schwarzen irgendwann mal zu holen und die PlayStation das Cover mal zu wechseln in schwarz halt, ne, weil das einfach besser passt. Aber gut, Leute, ich würde sagen, packen wir das Ganze mal aus. Ich habe schon eben mal, jetzt habe ich die Kamera bewegt, eben mal die Klebebändchen hier mal weggemacht, damit ich das gleich besser hinkriege. So. Ich glaube, das Teil muss ich jetzt hier rausziehen. Ich bin mir nicht sicher, aber sieht mal so aus. So. Oh, Gottes Willen, ey. Kommst du raus? Ja, jetzt. Okay. So, das Teil haben wir raus. Dich können wir schon mal wegstellen. Dich brauchen wir nicht mehr. So, das ist das. Der nächste Karton, den wir aufmachen müssen. Aber hier sind, glaube ich, keine Klebestreifen drin. Sieht auf jeden Fall mal nicht so aus. Hier müssen wir das nämlich so aufmachen. Dann wollen wir doch mal schauen. Aha, hier haben wir eine Anleitung. Okay, also. Wir müssen Karton... Also das müssen wir erstmal hier so gesehen aufklappen natürlich. Und da drinnen gibt es dann wohl... Okay, und dann müssen wir das hinlegen und dann so rausschieben. Ja, okay. Versuchen wir das mal. Also, jetzt wurde gesagt, wir müssen das jetzt so umdrehen. Und dann müssen wir das jetzt hinlegen. Natürlich. So, jetzt natürlich achten auf mein Mikrofon, dass ich jetzt mein Mikrofon jetzt nicht wegschubse. Upsala, da hat es schon berührt. So. Mein Tisch ist zu klein, Leute. Mein Tisch ist einfach zu klein. Der Karton ist einfach viel zu groß. Okay, jetzt müssen wir das hier irgendwie... Genau, jetzt müssen wir das hier so seitlich wegschieben. Was ist denn hier drin? Das ist schwer. Okay, jetzt müssen wir das irgendwie... Ich habe nichts Schweres hier drauf zu legen. Das ist... Egal. So, was ist denn hier drinne? Können wir erstmal hier schauen, was hier drinne ist. So, naja, natürlich der besagte PS5-Controller. Ja, also, gut, ne, also ich, das erste Feeling, ja, kann man machen. Ich meine, man kann ja auch einfach mal direkt vergleichen mit der PlayStation 4-Controller, ne, also... So, so. Na, man sieht's nicht. Okay, so. Okay, muss ich das halt so machen. Also, nachdem ich noch, dass der Staub ist. So, also, der PS5-Controller ist natürlich ein bisschen größer. Die Tasten sind natürlich relativ bekannt, auch wenn die hier anders beschriftet sind. Ne? Also, diese Share-Option-Taste ist, steht jetzt hier halt eben nicht mehr dran hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Vielleicht, wenn ich ein bisschen ranzoome. Genau, ihr seht's da oben, diese Tasten hier, da steht nicht mehr Options oder Share, ne, wie es bei der PlayStation 4 mal so war, ne, das ist jetzt irgendwie anders. Die haben einfach auf jeden Fall weniger Farbe gemacht, nämlich diese Tasten hier sind jetzt, grau, ne, durchsichtig grau, vorher waren sie ja, ne, die klassischen PlayStation-Farben halt, ne, das ist halt ein bisschen schade, aber ansonsten die Haptik, gut, ich bin am PS4 gewöhnt, ne, muss man auch da wiederum dazu sagen. Aber liegt auf jeden Fall sehr gut in der Hand. Kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Gut, die PlayStation 4 Controller wird wahrscheinlich nach dem heutigen Tag in Rente gehen. Aber egal. Gut, hier haben wir hier natürlich Steckdosenkabel, auch wichtig. Hier haben wir das USB
Ladegerät. Das ist USB Typ C auf USB 2.0. Okay, das ist relativ normal. Natürlich hier die Gebrauchsanweisung, die wir uns natürlich jetzt komplett durchlesen werden. Ist ja klar. Durchgelesen, würde ich sagen, ne? Ja, gut. Kurzanleitung. Ich bin ehrlich, so Anleitung lesen ist nicht so meins, ne? Endeffekt PlayStation anschließen, ne? Dann fährt das hoch, Ding, und dann GTA-CD reinschieben und dann wird das schon, ne? Na gut, was haben wir denn hier denn sonst noch? So, jetzt muss ich wieder achten auf ein Mikrofon. Das ist. Ich hab zu wenig Platz, Leute. So. Was haben wir denn hier? Das sieht sehr nach diesem Standfuß aus. Ah, und hier haben wir ein HDMI-Kabel. Das ist auch ganz praktisch. Muss ich nämlich, aber in meinem Fall glaube ich, brauche ich das eher weniger, weil ich nämlich schon ein HDMI-Kabel vorbereitet habe. Okay, also das ist der ominöse Standfuß. Okay. Kann man das hier festschrauben? Upsa. Naja, vielleicht gucken wir gleich doch nochmal in die Gebrauchsanweisung. Aber das ist auf jeden Fall mal der Standfuß. Den lassen wir auch mal ausgepackt. So, den Rest würde ich sagen, packen wir eigentlich mal wieder rein. Abgesehen von den hier und den hier. Die brauchen wir. HDMI-Kabel brauche ich jetzt nicht. Das bleibt im Karton. So, dann wieder da rein. Und die Gebrauchsanweisung tun wir auch mal wieder hier hübsch verpackt rein. So, damit ist dieser Karton gelüftet. Gut, den tun wir mal irgendwie zur Seite. So, aber das Wichtige kommt ja jetzt, ne? Ich meine, so ein Controller ist ja schon ein Highlight, aber das eigentliche Highlight ist ja noch da drinnen, ne? Das Monstrum. Das Monstrum muss Monstrum. So, wollen wir mal gucken. Erstmal das hier abmachen. Dann da drüben natürlich auch abmachen. So. Ich habe zu wenig Platz, Leute. Ich sag's mal wieder. Gut. Natürlich schön hier in dieser Folie eingepackt, damit es keine Transportschäden bekommt. Ich meine, wir kennen ja Amazon, ne? Obwohl Amazon-Boten eigentlich ganz okay liefern, würde ich sagen. Aber ich habe schon Schlechteres gesehen, ne? Hermes oder sowas. So, jetzt muss ich das Teil noch ausgepackt kriegen, ohne dass es mir jetzt runterfällt. Das nenne ich doch mal, ist ein Ziel. So, okay. Da ist er. Okay, ich muss ehrlich sagen, für mich ist es eher grau als weiß, aber es ist weiß, ne? Der Karton ist schön weiß, ne? Also man sieht ja, glaube ich, den Farbunterschied, ne? Also das ist leuchtendes Weiß, das ist eher so mattes Weiß. Aber egal, ich will jetzt nicht meckern, ne? Ich bin generell sehr glücklich, dass ich überhaupt einen haben darf, ne? Das ist komisch zu sagen, ne? Aber ist halt einfach so. So, stellen wir das Teil erstmal hier hin. So, die... Erstmal wieder hier einen Karton reinschieben. So, ein Karton war nichts mehr. Ja, doch, gut. Ich würde sagen, da kann man den Karton auch erstmal abseits stellen. Da haben wir auch ein bisschen Platz. So, gut. Okay, so, jetzt haben wir hier die PlayStation 5. Gut, ne? Ich habe natürlich die CD-Laufwerk Edition. Genau. Was halt einfach cool ist, hier tatsächlich, natürlich... Die PlayStation hat ja auch ungefähr 825 GB SSD. Also hier ist tatsächlich eine SSD verbaut. Aber 800 GB heutzutage sind nicht mehr viel, ne? Also das ist eigentlich relativ wenig. Vergleich mal, wie groß die Spiele sind, ne? Also Cyberpunk war ja, glaube ich, auch über 100 GB. Red Dead Redemption 2 war auch über 100 GB. GTA sind, glaube ich, um die 80 GB, ne? Also, wenn ihr eure Lieblingsspiele hier drauf haben möchtet, dann ist das ganz schön schnell voll, ne? Das ist wiederum nicht so optimal. Aber das Coole hier dran ist wiederum, man kann natürlich auch wieder externe Speichermedien hinzufügen. Und auch SSDs, ne? Also, man kann externe SSDs via USB anschließen. Ob das jetzt hier an diesen... Ja, ich glaube, hier hinten ist das. Warte, ich... So. Genau, ihr seht das jetzt hier, glaube ich. Kann ich das so hinstellen? Ja. Okay, ihr seht es ja hier, ne? Also hier wird man die externen SSDs anschließen können. Hier sind zwei Ports, ne? Hier ist auch drauf geschrieben SSD, ne? Deswegen wird es auch hier sein.
Gut, hier ist natürlich der LAN-Anschluss, HDMI ist ja klar und Strom. Gut, vorne haben wir, wenn ihr das da noch nicht gesehen habt, haben wir natürlich auch hier den normalen USB-Anschluss. Das wird zum Laden des Controllers sein. Und hier ist auch noch was, so ein, auch was mit SSD steht drauf. Okay, so genau weiß ich jetzt tatsächlich weniger, was das jetzt dafür da ist. Dafür könnte man zum Beispiel die Gebrauchsanweisung mal rausholen, um zu gucken, wofür denn dieses Mückchen da ist. Falls ich jetzt länger brauche, weil ich das durch die Suche jetzt überspringe, bis ich das gefunden habe. Weil ich weiß tatsächlich nicht, wofür dieser Anstecker da ist. Ach so, okay. Ich hab's gefunden. Man kann ja einerseits natürlich mit normalen USB halt das Ganze. Fokussierkamera? Fokussieren? Nein, okay. Hier halt normalen USB und dann USB Typ C halt den Controller aufladen. Man kann aber auch von USB Typ C auf USB Typ C laden. Also so wie ich das jetzt hier verstanden habe. Ne? Also das geht auch. Kleiner Funfact nebenbei, in meiner Suche durch hier diese Gebrauchsanweisung bin ich auf diese Taste hier gestoßen, diese helle, durchsichtige Taste, wenn ihr das hier seht, also mein Finger ist gerade dazwischen, so, ne, unter der PlayStation-Taste hier, ne, das ist ein Mute-Button. Das ist tatsächlich ein praktisches Feature. Ich meine, gut, heutzutage, die Headsets haben eigentlich alle so Mute-Tasten, aber trotzdem nicht schlecht, ne. Falls das euer Headset oder sonst irgendwas nicht hat, kann man halt muten. Das ist wunderbar. Finde ich super. Gut, da dieses Teil ja einfach wirklich verdammt riesig ist, ne, es ist einfach wirklich eine verdammt große Konsole, habe ich natürlich überlegt, okay, wo kann ich die jetzt hinstellen? Ne? Und hinstellen bedeutet natürlich auch Standfuß. Was man hier schon sehen konnte, hier ist ja so ein Loch für eine Schraube. Und wenn man das Ganze jetzt hier dreht, ihr seht ja schon, da öffnet sich jetzt so ein Fach. Ne? Und jetzt kann man hier so eine Also man kann, wenn man es hinkriegt. Ha, geschafft. Hat zwar jetzt ein bisschen gedauert, aber ich habe es jetzt geschafft. So, gut. Jetzt haben wir die Schraube, so. Steht jetzt hier. So, man kann jetzt hier. Genau. So, machen wir es einfach mal so. Dann seht ihr es auch. So, man kann jetzt hier diesen. Ihr seht ja vielleicht hier diesen Knopf. Man kann irgendwie diesen Knopf rausnehmen. So, es ist die Frage nochmal, wie man das macht, ohne das Teil direkt kaputt zu machen. Das ist ja immer die größte Frage hier. So. Ganz. Wollen wir doch mal schauen. Das war nämlich hier auch in der Bedienungsanleitung. So. Ja, dass das Teil dann später, also das Teil, was man hier rausholt, soll dann später auch natürlich hier dann verankert sein, damit das Ganze natürlich nicht verloren geht. Aber ich habe natürlich nicht gesagt, wie man das Teil da rausbekommt. Ob man... Also jemand, der keine Fingernägel hat, ist das problematisch. Ich will es jetzt auch nicht kaputt machen, ne? So, ganz vorsichtig. Vielleicht habe ich auch zu wenig fettige Finger. Sonst würde es ja vielleicht an meinen Finger einfach kleben bleiben. Ah, geschafft. Okay, man braucht Fingernägel. Ne? Also, wenn ihr euch eine PS5 kauft, lasst euch Fingernägel wachsen. So, ich habe das jetzt auch hier gemacht. Ihr sitzt jetzt auch hier, ne? Ich habe das jetzt hier eingefügt, damit das jetzt nicht verloren geht. So. Jetzt müssen wir das Ganze hier einbetten. Und zwar müssen wir das Ganze... So, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Okay, so macht das Sinn. Ja, doch, so wird das Sinn machen. Aber irgendwie weiß ich ja nicht. So, okay. So, also. Woran würde er sich jetzt hier festhalten, ist jetzt die Frage. Okay,
Okay, also man kann es so oder so. Also es muss schon hier so, also die Richtung ist schon mal richtig, aber ich sehe jetzt hier auch gerade nicht, ob er sich jetzt explizit irgendwo festhaken muss oder nicht. Aber irgendwie glaube ich jetzt einfach mal tatsächlich, dass er sich nicht festhaken muss, sondern dass es einfach nur so ist. Gut, dann stehe ich jetzt mal auf und schau mal, ob ich es angeschraubt habe. Okay, ich muss mal kurz Werkzeug holen, bis gleich. So, Werkzeug ist jetzt hier. Dann wollen wir doch mal schauen, ne? Also, wir haben hier ein Kreuzschlitz. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir das Ganze auch hier vernünftig rangeschraubt bekommen. Ah, guck mal hier. Funktioniert doch wunderbar. So, ist natürlich auch nicht allzu locker. Gut, ich würde sagen, hält. So, sehr schön. Da haben wir das Ganze jetzt auch erledigt. Jetzt haben wir die groben Gänge der PlayStation 5. Haben wir jetzt verstanden, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir zum Teil, wo wir das Ganze auch mal anschließen werden. Aber bevor wir das machen, muss ich natürlich erstmal einen Steckdosenplatz freimachen. Ergo heißt das auch, ich muss meine PlayStation ausmachen. Ne? Also ich habe hier schon mal die GTA-CD, ne? Also ganz vorsichtig hier hinlegen. Ne? Denn das wird das Spiel sein, was wir als erstes drauf spielen werden. So Leute, ich habe jetzt hier mir jetzt ein bisschen Platz gemacht an der Stelle, wo ich denke, okay, da könnte die PlayStation 5 gut hinpassen. Und ich habe mir jetzt auch ein LAN-Kabel besorgt, ne, dass wir das Ganze auch gleich anschließen können. Gut, das wird jetzt ein bisschen Formelarbeit, ich skippe das jetzt mal kurz. So Leute, ich habe jetzt die PS5 mal angeschlossen und ich würde sagen, wir starten mal das Ganze und gucken mal, was passiert. So, jetzt habe ich die PlayStation soweit mal angeschlossen. Ich setze auch hier Controller lädt schon. Ich habe mal angedrückt. So, ihr seht noch nicht das Bild, da ich tatsächlich erstmal die PlayStation hier umstellen muss, damit ihr das Bild überhaupt sehen könnt. Die haben nämlich immer eine Schutzvorrichtung, dass man nicht das Bild sehen kann. Was man schon mal sagen kann, Leute, was mir jetzt schon direkt aufgefallen ist, dass diese PlayStation leise ist. Also, ich kenne halt jetzt ne, die PS4 bzw. PS3 und da ne, war es halt eben nicht leise und man hört die selbst nicht, wenn sie hoch, also man hört sie kaum, wenn sie hochfährt. Ne? Es ist einfach unglaublich. Ich bin einfach gerade voll begeistert, dass die einfach leise ist. Auch wenn es irgendwie komisch ist, aber ist halt einfach so. Ne? Aber gut, das Update hat sich jetzt installiert. Ich glaube, es startet gerade nochmal neu. Und dann hoffentlich kann ich dann die Einstellung umändern. Und dann kriege ich auch das Bild zum Aufnehmen, dass ihr das auch sehen könnt. So, jetzt soll ich hier die PlayStation-Taste wieder drücken, die ich, by the way, ziemlich cool finde. Man kann sich jetzt wohl per QR-Code anmelden, ne? So, wollen wir doch mal schauen, wie das geht, weil ich habe nämlich die PlayStation-App auf dem Handy. Und wollen wir doch mal schauen, wie das geht. So, dafür muss ich erst auf Einstellung und dann bei PS5 anmelden. So, wollen wir doch mal schauen, ob das hier geht. Genau, Kamera muss ich ja erstmal Zugriff lassen für die App. So, also wollen wir doch jetzt mal schauen, ob das funktioniert, ne? Also, ich gehe jetzt hier auf PS5 anmelden. So, jetzt muss ich den QR-Code scannen. So. Wunderbar, hat funktioniert. Ich bin begeistert. Also das war jetzt mal wirklich gut. So, erstmal hier einfach alles mal schnell im Durchlauf bestätigen. Da ich jetzt einfach mal die Einstellung umändern kann, dass ihr es auch mal seht. Was mir auch hier aufgefallen ist, ne, das schlägt dir direkt vor, dass du die Spiele runterladen kannst, die du in der Bibliothek hast. Und auch wiederum, dass er direkt hier alles runterladen möchte. Netflix, Amazon, was weiß ich alles, ne? Was vielleicht ein bisschen blöd ist, ne? Das ist immer dieses, lad ja auch noch das alles andere runter, ne? Also da man eh nicht so viel Speicher hat, okay, gut, das verbraucht jetzt eh nicht viel, diese Netflix-Co-Sache, ne? Aber trotzdem.
Okay, gut, Leute. Ich mache jetzt hier einen Cut. Ich bin jetzt in den Einstellungen gelangt, deswegen sehen wir uns gleich wieder mit dem PlayStation-Bild. So, jetzt herzlich willkommen wieder zurück. Jetzt habe ich die PlayStation richtig eingestellt und ihr müsstet jetzt auch das Bild hier sehen. So, ihr könnt es ja auch noch größer, kleiner machen, ne? Je nachdem wie unser Bildschirm ist. Das hatten wir eben schon eingestellt, aber da ich ja jetzt das hier... Okay, gut, angemeldet bin ich schon. So, das ist also das neue Interface von der PlayStation 5. Gut, was soll man sagen? Gut, ich meine, ich habe mich schon vorher informiert, ne, deswegen, also, es ist schon eine Ungewöhnung, ne, vor allem, dass es nicht mal die doppelte PlayStation-Taste gibt, ne, das ist halt ziemlich, naja, komisch, um es mal so zu sagen. War gut, ne. Okay, hier kommt man also zu den Medien, Netflix und Co. Ansonsten ist es halt auch alles sehr... Ja, man muss sich hier ein bisschen zurechtlegen. Ich glaube, das dauert auch ein paar Tage, bis man da wirklich den Bogen raus hat. Falls ihr wissen wollt, falls ihr auch eine eigene Elgato habt und nicht wisst, wie ihr das Bild, ne, richtig übertragen könnt, sondern dass ihr immer nur einen schwarzen Screen habt, müsst ihr dieses DHCP deaktivieren. Dadurch ist es euch erlaubt, mit einer Game Capture das Ganze aufzunehmen. Ne, falls ihr das nicht wusstet, ne, dann könnt ihr das hier machen. Gut, ich würde mal sagen, wir schieben einfach mal die GTA-CD hier rein. So, man muss auch die Disk auch richtig rum reinlegen. Das war jetzt irgendwie mein Fehler. Aber egal. So, GTA wird sich jetzt hier demnächst installieren. Also es kopiert gerade. Mal schauen. Und jetzt hört man tatsächlich auch die PlayStation. Ne? Also man hört das Laufwerk, das er gerade rattert. Aber man muss auch hier wiederum sagen, Leute, es ist wirklich leiser als der PS4. Aber ich will jetzt auch die PS4 jetzt nicht haten. Die PS4 war auch eine super Konsole. Ne? Also kann man nicht anders sagen. Aber gut, Leute, ne? Wollen wir mal schauen, wie lange das jetzt hier dauert, bis das... Ah, okay. Es ist schon fertig. Gehen wir mal rein, würde ich sagen, ne? Ah, ja, hier ist das Ding, ne? Bereit zum Spielen am Arsch. Okay, gut, das wird jetzt ein bisschen dauern. Dementsprechend würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Wir sehen uns dann gleich, wenn es fertig installiert hat. So, Leute, ich bin jetzt in Story-Modus angekommen und wir gucken mal, wie lange es jetzt dauert, bis ich in GTA Online joine. Da das ja auf der PS4 tatsächlich ja immer ein bisschen länger dauert oder man braucht schon 1-2 Minuten, bis man in GTA Online ist. Und wir gucken jetzt mal hier auf der PS5, ob es hier irgendwie anders ist, ob es hier irgendwie schneller geht oder... Naja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, da... Es ja natürlich viele Gerüchte gab oder viele Erzählungen, dass man das gesagt wurde, ja, man lädt super schnell in GTA Online. Und ja, ich bin tatsächlich mal gespannt. Also der Controller hat sich schon rot gefärbt, wie meine Crewfarbe. Das ging auf jeden Fall schon mal ganz flott. Und noch bin ich nicht in GTA Online. Aber ja, da kommt schon die Meldung von Social Club. Ja, jetzt bin ich GTA Online. Okay, das ging tatsächlich sehr schnell. Also PS4, eine Open Lobby... Wäre das nicht so schnell gegangen. Ja, wurde auch direkt angefahren. Optimal. So. Aber gut, Leute, ne? Dann würde ich sagen, GTA Online. Check. Ne? Also das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Okay, der Controller ist noch nicht richtig kalibriert, ne? Also die Töne sind noch alle sehr laut und was nicht alles und Controller wie B gerade auf Teufel komm raus. Das habe ich ja eigentlich bei der PS4 alles ausgestellt, ne? Da das ja im Stream oder sonst irgendwas stört. Aber egal, Leute, ich will mal sagen, PS5 erfolgreich aufgebaut. Okay, es ist jetzt auch kein Meisterwerk, sowas zu schaffen. Aber trotzdem, wenn euch dieses kleine Unboxing-Video, kann man schon fast sagen, gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.